Alle achten hier heute auf Erling Haaland. Denn zuletzt konnte er 3 Tore machen. Ist er heute auch wieder so treffsicher? Jetzt erleben wir es live bei EA Sports. Hallo und willkommen im Signal Iduna Park. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer heutigen Begegnung. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden das Ganze wie gewohnt für Sie daheim kommentieren. Und heute übertragen wir Ihnen ein Ligaspiel. Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, 2 interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Sie stehen vor allen Dingen defensiv richtig gut. Wird schwer, sie hier zu Hause in Bedrängnis zu bringen. Und klar, das soll heute so weitergehen. Frankfurt hat einen bemerkenswerten Aufstieg hinter sich, aber jetzt kommt eigentlich noch die entscheidende Phase. Jetzt muss man Konstanz reinbringen. Und daran sind ja schon viele gescheitert. Das wird nicht leicht für die Eintracht. Man darf sich nicht von den ersten Lichtblicken blenden lassen. So geht Borussia Dortmund in diese Partie. Marvin Hitz ist im Tor. Thorgan Hazard steht mit Jadon Sancho auf dem Flügel. Und im Angriff sehen wir bei Ihnen in dieser Partie einen Zwei-Mann-Sturm. Das hat so ein bisschen was von Komplettumbau, den die Eintracht hier heute vornimmt. Markus Schubert ist im Tor. David Abraham spielt neben Martin Hinteregger in der Verteidigung. Und heute starten sie hier mit 2 Stürmern. Es wird darauf ankommen, dass sie die Laufwege gut abstimmen, sich nicht im Weg stehen. Anschluss Dortmund. Das Spiel läuft. Ja, das könnte was werden jetzt. Vielleicht die Führung jetzt. Gute Parade. Ja, mit viel Übersicht. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Nach wie vor lebt diese Chance. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Für Borussia Dortmund, die Nummer 9, Erling Haaland. Jetzt Hinteregger. Chor. Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Kein guter Schuss, der geht weit vorbei. Erling Haaland. Sancho mit dem Ball. Kommt jetzt die Flanke rein? Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Hier nochmal der Treffer von eben. Hat die Zeit, hat den Platz und mit viel Gefühl macht er das Tor.
Da kommt die Ecke. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Jetzt Marco Reus. Guter Einsatz, er hat den Ball. Die Chance auf den Konter. Dost. Ja, sie versuchen es weiter. Ah, da geben sie den Ball ab. So wird das mit der Konterchance natürlich nichts. Erling Haaland. Ja, da ist Platz jetzt. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Hereingabe geht darüber an den langen Pfosten. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. André Silva. Kostic mit dem Ball. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Bas Dost. Jetzt müssen sie aufpassen. Dortmund verliert den Ball. Ballverlust Marco Reus. Ball draußen, wird Einwurf geben. Jetzt Hinteregger. Es gibt neue Infos zum Spiel in der Bayer-Arena. Wir geben rüber, es ist ein Tor gefallen. Ja, wir haben hier das erste Tor für Leverkusen. Der neue Spielstand damit 1:1. 36 Minuten sind gespielt. Danke für dieses kurze Update. Der Ball ist im Seitenhaus, Einwurf. Abraham. Super dazwischen gegangen. Jetzt Marco Reus. Dani da Costa. Ball ist wieder weg. Da sind sie dazwischen. Ballverlust in dieser Aktion. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Gute Chance. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Knappe Pausenführung. Es steht 1:0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Die Partie ist eng und viele Tore haben wir bislang auch noch nicht gesehen. Ja, und die zweite Hälfte könnte noch mal so eng werden. Dann entscheiden hier die kleinen Fehler. So, jetzt gehen wir rein in Durchgang 2. Anstoß hat Eintracht Frankfurt. Schöner Spielaufbau. Sie wollen natürlich jetzt den Ausgleich, wollen hier wieder rein in diese Partie. Chance auf den Ausgleich. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Wirklich gut ist die Ballbesitzquote des BVB im bisherigen Spielverlauf natürlich nicht. Aber wir sehen es ja, der Ballbesitz ist nicht alles. Sie liegen trotzdem vorn, haben ihre Szenen. Es gibt Einwurf nach diesem guten Zweikampf. Ball im Aus. Guerrero. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Da ist die Chance. Zwei Tore Vorsprung also für den BVB. Das sieht doch jetzt schon mal richtig gut aus. Also nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen.
Jetzt bekommt er seinen Abgang. Super Spiel und jetzt hat er Feierabend. Ständig präsent, dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Tolle Leistung. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Gefährlicher Pass von Brand. Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Julian Brandt. Eine wichtige Durchsage für die Besucher im Block B. Die sanitären Einrichtungen funktionieren. Das muss der Trainer jetzt versuchen. Sie sind in Rückstand und der neue Mann soll mithelfen, das Spiel zu drehen. Bas Dost. Der Ballverlust. Oh, da ist er durch. Und da haben wir es, das Tor. Man nimmt ja die Defensive im Alleingang auseinander. Die sehen alle nicht gut aus. Aber vielleicht liegt das auch daran, wie er sich dann durchtankt. Trotzdem, Fragezeichen, was die Abwehr betrifft. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. In der Bayer Arena hat sich was getan. Es ist ein Tor gefallen. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Leverkusen. Der neue Spielstand lautet damit also 2-1. 61 Minuten sind hier gespielt. Danke für das Update. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Flanke zu ungenau, so hat sie der Torwart. Ivan Dika. Ballverlust. Blockt den Schuss erstmal ab. Auswechseln bei Borussia Dortmund. Nicht mehr auf dem Platz. Die Nummer 10, Thorgan Hazard. Neu dabei, die Nummer 8, Mahmoud Daoud. Ecke in die Mitte. Der Ball ist drin. Super Timing per Kopf. Schau noch mal auf die Wiederholung. Ausgangspunkt ist der Eckball. Und dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch. Perfekt. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Chor. Vorwärtsbewegung jetzt, das sieht alles sehr überlegt aus. Dazwischen gegangen erstmal von Hummels. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Ja, Flanke kommt kurz. Da fängt er die Flanke ab. Chor. Schönes Anspiel. Philipp Kostic. Da kommt die Hereingabe. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Auswechslung bei Eintracht Frankfurt. Jetzt wird es hier Auswechslungen bei beiden Mannschaften geben. Die Nummer
Die Fans sind zufrieden, Buschi. Es hört sich zumindest danach an, die Stimmung auf den Rängen ist absolute Klasse. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. André Silva. Da trennt er ihn vom Ball. Klasse Pass. Dortmund über außen. In der Mitte wäre Julian Brandt. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Klasse Tackling hier. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Oh, kein Tor. Was für ein Kopfball. Er hätte ein Tor verdient gehabt, aber wir sehen es, der Ball geht am Ende knapp daneben. Eine Minute noch. Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's noch extra. Ja, der nächste tolle Pass. Schlusspfiff, das war's für heute. Sieger des Spiels ist Borussia Dortmund. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie sie heute aufgetreten sind. Man hat gemerkt, sie wollten dieses Spiel unbedingt für sich entscheiden.